Mein Name ist Sven Junghans, ich bin der Betreiber hier der Höchste Fähre, einer Frankfurter Institution mit einer fast 400-jährigen Geschichte. Natürlich sind auch uns die Corona-Sporen nicht ganz vorbeigegangen. Wir hatten sehr zu kämpfen. Der bitterste Moment, seine Fähre zwischen Frankfurt-Schwanheim und Höchst stand kurz vor dem Aus. Am Ende des letzten Jahres waren wir ja in große Seenot geraten, also viele Untiefen waren vor uns. Der bitterste Moment ist natürlich, dass wir kurz vorm Schluss standen, weil die Fähre fast am, ich will nicht sagen untergehen, aber doch an ihre Kapazitätsgrenze erreicht war, dass überhaupt noch Möglichkeit war zu fahren. Ich durfte nur mit 3 Personen fahren, was für den Fährbetrieb letztendlich die Katastrophe dargestellt hat. Vor einem Jahr haben wir den Fährmann schon einmal besucht. Das Aus der Fähre wäre ein Drama für Sven Junghans, der einer alten Schifferfamilie entstammt, mittlerweile in der 7. Generation. Darüber möchte ich eigentlich nicht nachdenken, über die Alternative. Also die Fähre, die gehört genauso wie der Römer, der Dom zur Stadt Frankfurt und so ist das Kulturgut hier auch. Also die Frage stellt sich mir eigentlich nicht, die Fährverbindung hier aufzugeben. Ich werde bis zur letzten Minute darum kämpfen. Seit 1623 gibt es hier eine Fähre, also fast 400 Jahre. Ein Wahrzeichen der Stadt. Durch Corona ist das Boot in Schieflage geraten. Normalerweise kann die Fähre 35 Personen befördern. Ab März durften nur noch wenige Menschen mit. Es gab Einkommensverluste von bis zu 80%. Es droht das Aus, die Kunden wären entsetzt. Ich bin mit dieser Bahn aufgewachsen, bin damit zu meiner Hochzeit gefahren, meine Kinder sind damit zur Hochzeit gefahren jetzt. Ja, mir würde was fehlen, das ist einfach, das gehört irgendwie zur Schwanheim dazu. Irgendwie gehört die Fähre hier zum Gesamtbild. Ich fahre schon seit ich Kind bin mit der Fähre rüber nach Höchst, insbesondere wenn Markt ist. Am meisten wird es den Hunden fehlen, weil die kriegen hier nämlich immer ein Leckerli. Zum Fahrschein ein Leckerli. Das wäre tatsächlich ein Verlust. Sven Junghans hat sehr mit sich gerungen. Dann appelliert er an seine Kundschaft. Zum Überleben der Fähre will er mit Crowdfunding Spenden sammeln. Die Spendenaktion, die wir ins Leben gerufen haben, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt sowas zu machen, weil in der Regel schafft ja die Fähre das die letzten Jahre alleine. Und jetzt, ein Jahr später, ist klar, es hat geklappt. Über 500 Bürger haben sich daran beteiligt, was eine super, super Geschichte war. Vielen herzlichen Dank. Und auch der Fährbetrieb darf mittlerweile wieder ganz normal laufen. Wir befördern mittlerweile wieder alle Passagiere. Wir sind wieder offiziell mit 35 zugelassen. Nach der neuesten Richtlinie fahren wir in der 2G-Regelung. Und da ja die meisten mittlerweile geimpft sind, gibt es damit auch keine Probleme. Jetzt im Dezember war eigentlich noch geplant, Sonderfahrten zum Weihnachtsmarkt zu machen. Hängt natürlich jetzt davon ab, wie die ganze Pandemie-Geschichte weitergeht. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen hin und her gerissen, fahre die Leute zum Weihnachtsmarkt, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich Geld verdienen. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was das Ganze anbetrifft. Aber ich denke mal, durch viele Impfungen wird nächstes Jahr nach der Winterpause, wenn wir am 20. Januar wieder anfangen, wird das schon wieder aufwärts gehen. Ich bin da sehr optimistisch. Ein optimistischer Blick in die Zukunft und das nach einem wirklich schwierigen Jahr.